Ihr macht mich fix und fertig. Ich habe mir gedacht, ey Leute, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich bringe letztens Paella, schöne teure Gambas, würzig mit schönem Safran, Meeresfrüchte. Stattdessen, ich lese, bitte Bruder, mach mal Fußgänger unter den Fitnessgerichten. Mach mal Fahrrad unter den Fitnessgerichten. Hier Deutschland, Deutschland. Wir gehen nicht vorwärts, wir gehen rückwärts. Deshalb kommt heute das Fahrrad unter den Fitnessgerichten, Leute. Was ist das Besondere am Fahrrad, Leute? Ein Fahrrad, meine lieben Freunde, ist zum einen günstig und zum anderen umweltfreundlich. Und zwar, ich zeige euch, werden wir heute mit diesen Bohnen hier das Ganze machen. Und zwar ist das hier von Santet, weiße Bohnen, Fasulier. Ich hätte das Gericht eigentlich auch Coronavirus-Rezept nennen können, Leute. Ganz ehrlich, hätte, glaube ich, mehr Reichweite gezogen. Habt ihr alle Dosen auseinandergenommen? Ich war da, ich habe geguckt, alle Dosen weg. Aber ich habe noch die hier gefunden, Bruder. Leute haben jetzt viele Dosen zu Hause, die wissen nicht, wie die das zubereiten. Ich habe ein bisschen Kleidung aussortiert, viele Milben. Und ich habe eine Milbenallergie, Leute. Und das hat mich auseinandergenommen, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich höre mich jetzt verschnupft an, dabei bin ich gar nicht verschnupft. Heute, das wird ein sehr einfaches Gericht. Also das kriegt jeder von euch hin, wie immer. Check mal die Nährwerte ab hier von diesen Bohnen, guck mal. Und zwar hat 100 Gramm 58 Kalorien, na, sagen wir mal 60, ja. Das heißt, hier ist Abtropfgewicht 480. Runden wir mal auf 500. 5 mal 6, ich runde das hier auf. Wir haben so ungefähr so 300 Kalorien, hat die ganze Dose. Und du hast hier ungefähr 20 Gramm Eiweiß. Das ist ein bisschen zu wenig, Leute. Sag ich euch ganz ehrlich. Aber gut, wir machen da später noch was. Ich zeige euch dann was. Okay? Okay, ich zeige euch mal die Zutaten. Kommt mal auf jeden Fall her. Wir haben hier weiße Bohnen. Ich habe hier 6 kleine Tomaten. Sagen wir mal so 600-700 Gramm Tomaten. Okay? Richtwert. Weil es gibt ja große Tomaten, kleine Tomaten, je nachdem. Eine große Zwiebel oder 2 kleine Zwiebeln. Ich habe in dem Fall rote, die sind schön süßlich. Eine Knoblauchzehe. Kräuter, da haben wir Koriander und Petersilie. Ich habe ein bisschen Kreuzkümmel, das ist Geschmackssache, Leute. Ich mag halt ein bisschen Kreuzkümmel da rein. Das ist Paprikapulver. Wir haben ein bisschen hier Pfeffer. Und wir haben ein bisschen Salz. Ein bisschen Rapsöl habe ich hier. 2 Esslöffel Tomatenmark, ja? Alles klar. So, das ist ganz einfach. Wir holen uns einen schönen Topf. Wir machen den schön warm. Und wir machen da schon mal so ein Ründchen Rapsöl rein. Ganz easy. Haben wir ein bisschen Rapsöl. Wir machen die Zwiebeln rein. Dann machen wir die Knoblauchzehe rein. Zwei Esslöffel. Dann mache ich die ganzen Tomaten hier rein. Ihr werdet sehen. Oh. Tomaten bestehen 95% aus Wasser, merkt euch das, okay? Wir haben jetzt hier die ganzen Sachen drin. Lasst das einfach mal so ein bisschen köcheln. Ich weiß nicht wie. Bis die Tomaten und alles schön geschmolzen ist. In der Zwischenzeit habe ich die weißen Bohnen gewaschen. Hier, in Sieb, über Wasser gehalten. Wir gucken, ob dieses Abtropfgewicht hier von 480 Gramm, weil das steht ja da, auch wirklich das ist. Wir sind Verbraucher und wir wollen nicht belogen werden. Mal gucken, ob das stimmt. Gucken wir das mal an. Leute, das ist der sogenannte Allmann-Move. Dann gucken wir mal, ob das stimmt oder nicht. Da fehlen 20 Gramm. Ja, halt deine Klappe und koch einfach dein Gewicht. Kommt mal her, check mal die schöne, guck mal hier. Hä? Tomaten, eine schöne Tomatensoße aus frischen Tomaten, seht ihr das? Die Bohnen, die sind schon gekocht. Die müssen wir jetzt nicht reinmachen. Die mache ich sozusagen so 4-5 Minuten, bevor das Gericht zu Ende ist, mache ich es rein und lasse es nochmal untermischen. Und in dem Movements mache ich dann auch die Gewürze und würze das alles nochmal schön und schmeckt das alles ab. Check mal. Guck mal, wie das langsam aussieht. Das sieht doch richtig tomatisch aus, Leute. Und das Ganze hier nur mit ganzen Tomaten, ein bisschen Tomatenmark. Guck mal, wie das schon aussieht. Noch ein bisschen. Es gibt mittlerweile auch. Also es gibt schon länger bei Rewe diese teuren Marken Oro oder diese Tomatendosen mit Knoblauch, mit Zwiebeln. Ja, und das Ganze habe ich jetzt beim Lidl gesehen. Warte, ich zeige euch das jetzt mal. Mit Zwiebeln und Knoblauch. Also braucht ihr nicht Knoblauch oder so, könnt ihr direkt reinmachen. Oder hier mit Basilikum direkt. Also an die faulen Kollegen unter euch, ja. Die kosten über 50, 60 Cent.
Viele sagen auch, ja, Dosen sind nicht gut. Macht da nicht so einen Film draus, Leute. Dosentomaten ist nicht verkehrt. Hier sind die Kalorien, sind doch hier 100 Gramm 37 Kalorien. Leute, das ist doch sensationell, also Bombe. Okay, also an die Folgenkollegen, ihr könnt auch direkt Dose, drauf und weiter. Aber wenn ihr das ein bisschen frischer haben wollt, dann macht das mit direkt mit richtigen Tomaten, okay? Jetzt machen wir diese ganzen Bohnen hier rein. Einmal schwupp, hier, blapp. Wir haben noch nicht gewürzt, Leute, ja? Weil ich will das würzen, wenn die Bohnen schon drin sind. Oh, Freunde. Das erinnert euch doch an Mamas Eintopf. Schön. Bohneneintopf. Jetzt, Leute, würzen wir. Einmal hier Salz. Würzen ist auch Gefühlssache. Ihr müsst selber euer Ding... Guck mal, es gibt Leute, die mögen nur leicht gesalzen. Es gibt Leute, die mögen etwas mehr Salz. Dieses Würzen allgemein hier, das entscheidet ihr selbst. Ihr seid euer eigener Chef. Ihr würzt das so, wie ihr wollt. Und denkt dran, am Anfang natürlich kann das ein bisschen nicht so schön sein. Wie viel Mal habe ich Mist gebaut beim Würzen, Leute? Ich habe das dann gegessen. Aber das, was ich dann gegessen habe, habe ich mir für das nächste Mal gespeichert. Das ist wie bei einem Kind. Du sagst dem Kind, fass diese Herdplatte nicht an. Fass sie nicht an, die ist heiß. Er fässt sie an, er verbrennt sich, er schreit. Meinst du, er fässt sie nochmal an? Er fässt sie nicht nochmal an. Wir machen ein bisschen Pfeffer. Ich mache ein bisschen Paprikapulver, Leute. Wer es ein bisschen schärfer will, der kann auch ein bisschen, scharfer Pulver machen. Also, der Fantasie ist freien Lauf gesetzt, Leute. Ihr seht doch immer, wenn ihr in Restaurants geht, die haben Pfeffer, die haben Salz, die haben doch alles da für euch, damit du nachwürzen kannst. Okay? Weil jeder Mensch einen anderen Gaumen hat, einen anderen Geschmack. Hier machen wir ein bisschen Kreuzkümmel. Ja, ich mische das hier nochmal. Machen wir die Kräuter rein. Guckt, jetzt wird das Ganze nicht mehr... Guckt euch das doch mal an. Leute, die Kräuter immer zum Schluss reingeben. Wisst ihr, wie das riecht? Diese, wenn ihr diese frische Kräuter und dann mit diesem ganzen Duft raus, das ist... Bruder, wer ohne Kräuter arbeitet, ohne Knoblauch, ohne Zwiebel, der gehört nicht in die Küche. Der darf nicht in die Küche gehen. Das muss hier rein. Guckt euch das doch mal an. Kräuter maximal 2-3 Minuten, weil sonst gehen die schönen Eigenschaften und die Vitamine weg von den Kräutern. Kräuter gibt man immer zum Schluss rein. Und wir richten jetzt an, ja. Dann nehme ich hier die Kelle. Hier habe ich eine Schale. Guck, ich nehme hier schön und mache hier drauf. Guck mal. Und noch einer. Ja, und noch einer. Guck mal hier. So, ein bisschen Deko. Dann macht ihr so. Guckt euch das an, Bruder. Ja. Das alles hier zusammen sind nur 20 Gramm Eiweiß. Zu wenig. Viel zu wenig. Also müssen wir das ein bisschen featuren. Mit was? Hüttenkäse, Brüder. Okay? Hier ist sowas und sowas. Alles fresh. Okay? Dazu könnt ihr schön Vollkornbrot, Baguette, wie ihr wollt. Am besten Vollkornbrot, damit ihr satt werdet. Und damit ihr auch ein bisschen Ballaststoffe nochmal in den Körper bekommt. Okay? Mich interessiert jetzt ganz ehrlich, wie das schmeckt. Leute, dieser Kreuzkümmel, das harmoniert mit dieser ganzen Geschichte. Der passt einfach mit dieser... Und diese Bohnen haben dieses Mehlige. Das ist Bombe, Leute. Probiert das nach zu Hause. Ich meine es richtig ernst. Das ist mal... Ein vegetarischer Tag einfach. Gut, Veganer können das weiter so lassen, sollen die halt mehr Bohnen machen, aber dann kriegen die Verstopfung. Stell dir vor, so eine Dose hat 20 Gramm. Der braucht ja 2 Dosen am Tag. Was, da macht der Magen nicht mit. Das ist auch nicht mehr umweltfreundlich. Ihr wisst, was ich meine. Das schmeckt richtig gut. Probiert das einfach mal. Gebt mir Feedback. Viele von euch schicken mir auch immer auf Insta so schöne, leckere Bilder, was sie da fabriziert haben. Also ich bin wirklich positiv überrascht von den meisten. Ihr merkt, das ist nicht schwer zu kochen. Das ist einfach und das Ganze ist noch gesund. Ihr habt selber gesehen, was für Zutaten Josef verwendet. Ganz einfache Geschichten.
Das war das Fahrrad unter den Fitnessgerichten, meine lieben Zuschauer. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.